Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens und Zuschauer, die heute hier wieder eingeschaltet haben und in diesem neuen Jahr. Ich hoffe auch, dass alle gut rübergerutscht sind und es Ihnen euch gut geht und ihr was Schönes machen könnt mit eurem Hobby. Ich darf auch wieder hier weitermachen und sozusagen meine Aufgabe erfüllen, auch für andere Leute hier was gestalten oder handwerklich einfach nur umsetzen, weil zum Beispiel etwas repariert werden muss, wie heute in diesem Video. Da soll es um ein Hirschgeweih gehen und vielleicht will jemand sowas mal nachmachen, aber das kann eben auch sehr lehrreich sein, wenn man jetzt zu schnitzen lernen will oder einfach da sowas noch nie gemacht hat. Das ist handwerklich ein bisschen herausfordernd, weil immer wieder die Faser wechselt und man sozusagen in die richtige Richtung schneiden muss. Und ich zeige hier einfach den Prozess, wie ich das gemacht habe. Man kann sich das davon so abgucken und das geht auch recht ausführlich, würde ich sagen, geht eine ganze Stunde. Ich hoffe, das ist nicht allzu lang, aber man kann sich da auch was rausziehen und vielleicht nur bestimmte Teile davon anschauen. Und so hoffe ich, dass das auch ganz hilfreich sein wird. Ja, aber in diesem Jahr ist einiges wieder los. Ich habe jetzt schon über die Zwischentage so ein paar eigene Sachen gemacht und auch was gemacht, was ich verschenken möchte. Da war ich im Sommer ja schon dran. Meine Schriftplatte, zeige ich hier kurz, ist jetzt nahezu fast fertig. Mein Gelassenheitsspruch, weil im Februar der Geburtstag naht, wo ich das gerne abgeben möchte. Also herzliche Grüße an das Geburtstagskind schon mal. Vielleicht guckst du ja zu. Aber das ist eh klar, von daher darf ich das hier auch zeigen. Dann habe ich hier neben mir so einen Muskelmann stehen, das werde ich dann aber ausführlich zeigen, da arbeite ich dran. Also das soll diesen Monat, nächsten Monat vollendet werden und dann werde ich wahrscheinlich im Februar dann dazu kommen, das Video hier entsprechend fertig zu machen. Das ist eine schöne Arbeit, schöne anatomische Arbeit, auch groß ist er 75 cm, glaube ich. Dann habe ich hier für das Hohenzollern-Modell, wo ich ja schon mal so Ornamente und Wappen und Figuren geschnitzt habe, das werde ich hier jetzt weiter treiben. Da bin ich jetzt hier vor Ort mit einem Restaurator im Gespräch, der das eben irgendwie koordiniert und mit vorantreibt. Und wir sind jetzt hier vor Ort da im Gespräch und da geht es jetzt richtig vorwärts. Da wird dieses Jahr einiges kommen und das ist aber... Wir haben jetzt gemerkt, das sind ganz schön viele Sachen, die dann noch geschnitzt werden müssen. Das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt irgendwie, dieses Projekt. Also vom Umfang her, und da ist einiges zu machen, das ist eine richtige, aufwendige Arbeit. Ich habe jetzt hier Huckmannen geschnitzt, so heißen die. Das sind so kleine Figuren, die ins Ornament übergehen. Und das werde ich dann demnächst auch mal zeigen, wie ich so eine kleine Figur schnitze. Ungefähr so 10 cm sind die und mit so ein paar Ornamenten. Und dass es so menschlich aussieht, aber dennoch in Ornamente übergeht. Und das ist also auch vielleicht spannend und auch mal interessant für sowas zum Nachahmen, weil man da eben auch handwerkliche Fragestellungen so durchkauen kann oder üben kann. Und darum geht es ja hier, also so ein bisschen Schnitzvermittlung. Ja, in diesem Jahr kommt wieder ein kleines Marmorprojekt. Da werde ich ein Medaillon aus Marmor machen. Also auch herzliche Grüße an die Kundschaft entsprechend. Und vielen Dank, dass ich das machen darf. Da werde ich ein Modell dazu machen und das dann wieder übertragen in den Stein. So ist ja normalerweise der Werdegang und das wird da ordentlich gemacht. So haben wir es jedenfalls uns vorgenommen. Und dann werde ich noch einen Kruzifix machen. Der soll aber über 1 Meter groß werden. Da bin ich auch schon in Vorbereitung sozusagen und dafür werde ich noch ein Modell machen und dann hier das auch wahrscheinlich in mehreren Videos zeigen zum Faltenwurf oder zur Figur und so weiter. Also so ein paar Hintergründe vielleicht auch zeigen, wie ich daran gegangen bin. Und ich hoffe, dass das eine schöne Arbeit wird, die der Kundschaft dann auch entspricht. Das wird ein bisschen tricky und herausfordernd, aber ich will mich dem auch gerne stellen und freue mich, dass ich hier auch mal sowas machen darf. Da muss ich ein bisschen überlegen, was noch so dran kommt. Auf jeden Fall liegt hier auch noch etwas, was ich einfach so just for fun machen will, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe. Das habe ich jetzt schon über die Feiertage angefangen und das werde ich dann irgendwann mal hier zeigen, wenn ich dazu komme. Mal an den Wochenenden wahrscheinlich das dann fertig schnitzen will und das ist so eine Kombination zwischen der Drechsel- und Schnitzarbeit, aber eben auch was sehr Akkurates, wenn es dann richtig gemacht ist und was man vom Schwierigkeitsgrad her, würde ich sagen, so im Mittelfeld, was man vielleicht sogar auch mal nachmachen kann. Ich hätte damit also null Probleme, wenn da einer sagt, er will das genauso nachmachen.
Ja, ich werde dieses Jahr einiges hier weiter zeigen. So ist der Plan. Und genau, möchte das so weiterverfolgen und wünsche in diesem Sinne auch allen ein frohes, gutes neues Jahr und dass wir da gut durchkommen und wir auch wirtschaftlich überleben und das weitergeht. Also, wenn jemand was haben möchte, gerne auch Kontakt aufnehmen zu mir oder vielleicht in ein Gespräch kommen. Es gab einige Anfragen wegen Kursen und so. Also, da müssen alle natürlich überlegen, ob sie da zu Hause weg dürfen, ob es überhaupt möglich ist von der Gesetzeslage her, was ja momentan sehr schwierig ist, aber dennoch bin ich auch gerne bereit dafür, wenn diese Möglichkeit wieder besteht, hier Leute zu empfangen. Also habe ich keine Sorgen oder Probleme damit. Ja. Genau, in diesem Sinne viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht auch beim Umsetzen und Nachmachen. In diesem Sinne frohes neues Jahr. Ich habe hier diese kleine Reparatur zu machen. Und da habe ich folgendermaßen angefangen. Also das soll natürlich Geweihe werden von so einem Hirsch für eine Wanduhr. Da habe ich eben erstmal mir die hier so aufgezeichnet, wie sie dem hier entsprechen. Und nun ist aber die Herausforderung, die Originale, die jetzt gemacht werden sollen, die sollen halb so groß werden. Also das ist jetzt das hier. Da habe ich das auf den Kopierer gelegt, halb so groß kopiert. Das ist eben so gewünscht, weil die kommen dann an diese Uhr ran und da ist eben nicht so viel Platz und soll dann hier dazu passen. Also das kommt dann, glaube ich, auf die Seite. Muss ich das hier noch so einpassen? Ungefähr so. Aber diese kleinen Dinger hier, das will ich jetzt mal zeigen. Ich habe das eben mit der Bandsäge diese Schablone grob ausgesägt und das dann mit der Laubsäge, diese Form hier. Also das wäre immer die seitliche Schablone und das die von oben. Ist alles nicht so einfach zu machen. Und ich orientiere mich dann natürlich an diesen Originalen, also von einem anderen Kopf, der auch noch mit dazu gehört, den ich aber nicht hier habe, wo einfach die Geweihe doppelt so groß waren und der Kopf auch. Aber das ist eine richtig tolle Handschnitzarbeit. Bei dem Holz, da haben wir mit dem Kunde schon gerätselt. Wir wissen nicht genau, was das ist. Ich kenne mich damit leider auch nicht so gut aus. Ich würde sagen, das könnte irgendwie von einer Palette gewesen sein, wo sozusagen dieses Holz als Balken oder Bretter verarbeitet war. Das hat jemand sich genommen, hat das geschnitzt, weil das ist recht leicht. Und ja, ich vermute, dass es irgendwie könnte. Das ist auch eine Teakholzsorte sein, dass es wahrscheinlich aus Übersee kam. Man hat diese Palette auseinandergebaut, das Holz zu einer Uhr verbaut, weil es halt auch schön dunkel ist. Von der Grundfarbe her schon recht dunkles Holz, ja, im Vergleich zu diesem hier. Es ist ja mindestens im Ton doppelt so dunkel. Das wurde dann nochmal gebeizt, irgendwie mit einer Wachsbeize vermutlich und dann nochmal nachgewachst. Und da hat auch ein Schnitzer dran gearbeitet. Also wenn man diese Strukturen hier, diese Texturen sieht, wie das reingeschnitzt ist, das ist ganz, ganz großes Kino. Für mich auch richtig gut gemacht. Der hat das wahrscheinlich sein Leben lang nur solche Tierköpfe und andere Arbeiten geschnitzt. Auch hier, die Textur, die soll auch so nachempfunden werden. Also das ist richtig klasse gemacht auch, wie die Schnitte ganz gleichmäßige Linien sind, mit Hand gemacht, ja. Und ich weiß gar nicht genau, wie er es reingestochen hat. Da werde ich noch ein paar Proben machen müssen, auch handwerklich ganz, ganz top gearbeitet, wirklich. Ja, so bin ich also vorgegangen. Schablone abgenommen, kleiner kopiert. Dann orientiere ich mich daran. Ich habe jetzt schon mal die zwei angefangen und die anderen beiden werde ich mal zeigen, wie ich das Ganze schnitze. Ich bin hier mitten im Arbeitsprozess, deshalb ist das so ein bisschen live. Ich schnitze hier ganz viel mit diesem kleinen Schnitzmesser. Das ist ein Rosenmesser, aber das ist über die Jahre schon ein bisschen abgearbeitet und dadurch ist es eben sehr schön schlank vorne in der Spitze, wirklich sehr filigran. Und ist auch ein toller Stahl, so dieses war mal ein Kirschenwerkzeug. Und den Stahl finde ich einfach super. Auch hier habe ich noch so ein Kircheneisen. Ich habe da ja schon mal
ausführliches Video auch gemacht über meine Schnitzwerkzeuge. Das ist jetzt ein Dastra. Der Kirschenstahl ist halt ganz anders. Das ist mehr so ein Chrom-Vanadium-Stahl und finde ich da einfach klasse, auch für diese kleinen Schnitzarbeiten in dem weichen Holz hier. Da lässt sich das Messer aus meiner Sicht sehr toll schön scharf bekommen. Das werde ich dann noch mal ein bisschen nachschärfen und damit ganz gut arbeiten. So, jetzt gehe ich mal rüber und säge das mal aus mit der Laubsäge. Also diese obere Kontur, das habe ich mit der Bandsäge gemacht. Lasse ich jetzt einfach ein bisschen laufen, wie ich das produziere. Und zum Schluss werde ich das hier noch einpassen. Dann werde ich hier ein kleines Loch noch reinbohren und das dann aber nachstechen mit dem ganz schlanken Hohleisen, dass das Loch dann wirklich sehr schön sauber wird. Okay, ich bin jetzt hier nochmal bei der Anlage von dem nächsten. Man sieht ja hier noch schön den Faserverlauf, dass das hier wirklich so verläuft. Also ich habe das so reingenommen, dass man so ein bisschen Mittelweg geht, wenn ich es jetzt genau so rum drehe, dass jetzt meinetwegen das hier längs ist, dann wird es hier natürlich ein bisschen anders. Also da muss man immer gucken, dass man so einen Mittelweg findet. Irgendwo wird man immer eine Stelle haben, wo das praktisch, wo die Faser hier so verläuft in den sehr schmalen Bereichen. Das heißt, das könnte hier abbrechen. Ja, da ist man nie so wirklich davor geschützt. Irgendwo wird es da immer eine Stelle geben. Hier unten ist natürlich so ein bisschen die problematische Stelle, weil es ja hier eingesteckt werden soll. Das heißt, da könnte etwas mehr Druck drauf kommen. Und das ist jetzt hier noch so ein bisschen dicker, wird das gelassen, weil dann noch so dieser Anfangsbereich, da ist noch so ein, ja, so ein rundes Knochenmaterial am Geweih. Fachnamen habe ich jetzt nicht drauf, aber das muss da noch ran. Bei dem einen Kopf, der zu restaurieren ist, da steckt das noch im Kopf mit drin und ist da fest. Da lasse ich es einfach so natürlich.
halte ich das Ganze, aber hier muss ich es halt nochmal ranschnitzen, weil das bei dem anderen fehlt. Deshalb bleibt das hier stehen und hier habe ich da schon was drauf geleimt. Das muss ich dann noch rund schnitzen. Und das habe ich noch ein Stück verlängert. Spannende Sache, geht aber alles zu machen. So, hier muss ich natürlich in die Richtung schneiden. Also das ist wie, als ob ich hier über das Fell in die richtige Richtung streiche, so dass sich die Haare nicht aufstellen, sondern dass sie glatt gekämmt werden. Das ist das gleiche Prinzip beim Holz, wie als ob ich so eine Katze streicheln würde. Und hier merke ich jetzt schon, hier würde ich jetzt auch dagegen schneiden, in diesem Bereich. Da muss ich dann wieder so rumschnitzen. Und also ich spüre das auch, wenn ich jetzt hier, merke ich schon, meine Klinge, die will jetzt hier eintauchen, ja. Ich muss also hier auch in die Richtung schneiden, dass ich wieder die übereinander liegenden Fasern nicht verletze, sondern sie wirklich schön glatt schnitze. Und hier in diesem Bereich muss ich dann aber wieder so schneiden, weil dann sozusagen diese Fasern hier, die hier übereinander liegen, mir die Richtung angeben. Das muss man einfach bedenken und dann handwerklich mit so viel Geschick arbeiten, dass man eben das Werkstück nicht zum Brechen bringt. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich das hier irgendwo auflege. So kann ich es auch gut filmen jetzt, so kleines Zeug eben. Wenn ich es nur in der Hand schnitze, dann muss ich immer den festen Bogen möglichst greifen. Ja? Also, dass ich nicht hier auf diese Ecken rauf drücke mit dem Daumen, ist ja logisch, sondern dass ich hinten halt diesen starken Rücken greife und dann den Daumen vorsichtig ansetze und halt ganz leicht schiebe. Wenn ich es jetzt freihand schnitze und hier kann ich es halt noch so ein bisschen auflegen. Und da hat sich für mich gut gemacht, den Daumen hier so ein bisschen anzulegen und dann die Klinge ganz leicht so aus der Hand zu bewegen. So, also diesen groben Sägeschnitt muss ich jetzt beseitigen, diesen Versatz hier wegarbeiten, was hier jetzt noch so stehen bleibt, zum Beispiel. Das muss weg. Und auch diesen Versatz hier. Wenn man so ein paar Geweihe geschnitzt hat, dann weiß man dann auch, wie das mit dem Faserverlauf ist, worauf man so achten muss. Die Schwierigkeit ist, das hier so ein bisschen schön dünn zu schnitzen und dann die Texturen noch zu schnitzen, die auf dem Geweih drauf sind oder auf den Originalen. Die sind doppelt so groß und deshalb ist es bei den kleinen dann hier noch schwieriger. Ja, Sägeschnitt beseitigen, Kante brechen überall, also sprich rund schnitzen. Dass der Querschnitt, also so wie das Messer hier von oben gesehen, dieser Griff rund ist, muss ich natürlich den Grundkörper, den Hauptarm erst einmal rund schnitzen und dann auch die kleineren Arme vorsichtig ausarbeiten. Wenn ich den Sägeschnitt beseitige, muss ich darauf achten, dass ich eben diese Biegung hier hinten sehr schön gleichmäßig hinbekomme. Das ist hier eben noch nicht so ganz der Fall. Muss ich diese leichte Vertiefung rausarbeiten und das sind halt so diese Arbeitsschritte, die ich jetzt mache hier. Und hier oben, das sehe ich auch gerade noch, das muss ich auch noch rausarbeiten.
Also was hier noch an Versatz ist, das kann ich auch mit einem Hohleisen wegschnitzen. Muss ich mal kurz vergleichen. Das andere habe ich schon gemacht hier. Ja, ich muss hier eben noch ein bisschen was wegschnitzen. Deshalb habe ich hier mehr drauf gelassen. Dass sie so leicht ein bisschen gegeneinander versetzt sind. Ja, das ist mehr oder weniger fertig. Da müssen halt noch die Strukturen drauf. Also das ist dann immer das gleiche Spiel eigentlich, dass ich es dünner schnitze, ein bisschen diese Kanten verbreche, das schön abrunde und möglichst versuche sauber zu schnitzen. Also die Bereiche hier, wo die Faser immer wechselt. Sprich, ich muss hier rausarbeiten, hier. In dem Bereich wechselt dann die Faser, weil ich hier runterschneiden muss. Hier aber noch so hoch. Und da kann man dann auch mal einen leichten Querschnitt machen mit einem scharfen Hohleisen. Dann kann man sich die Arbeit auch ein bisschen erleichtern. Also hier in der Mitte dann. Wenn man es nur mit dem Messer macht, muss man das Werkzeug nicht wechseln. Braucht man dann aber mehr Geschicklichkeit. Ja, und hier wirklich nur so kleine Späne wegnehmen, dass ich da nicht sofort zu viel wegschneide. Weil ich dann auch mehr drücken muss und dann könnte ich auch hier, wo ich meinen Daumen auflege, abbrechen. Also da immer höllisch aufpassen, weil sowas ja gerne abbrechen kann und dass ich mir also im Prozess des Wegbrechens nicht in die Finger schneide, wenn da wirklich mal was brechen sollte oder ich vielleicht einen Riss oder einen Ast übersehen habe. Und dadurch so ein kleiner Fehler im Holz dann mir einen großen Schaden anrichtet, weil da irgendwas wegplatzt und ich merke es nicht so richtig und schneide mich dadurch. Da muss man also sehr aufpassen, deshalb hier sensibel ranarbeiten. Ich hätte gedacht, es dauert länger, also es lässt sich alles machen. Sich hier mal konzentriert mal eine halbe Stunde hinsetzt, kommt man schon weit. Genau das tue ich jetzt. Also ich muss auch manchmal hier probieren, wirklich, wie am Anfang gesagt, wo zieht die Klinge rein und sobald ich merke, ich schneide in die falsche Richtung, muss ich halt sofort wechseln. Ja, hier muss ich halt von innen an der tiefsten Stelle dann zu den Spitzen hinarbeiten. Das ist auch gar nicht so einfach zu schneiden. Wenn man mit dem Daumen so ansetzt und dann ein bisschen hier über die Oberfläche des Holzes die Klinge bewegt, geht das natürlich wunderschön. Alles eine Übungssache. Also im Vergleich zum Drechseln gefällt mir das Schnitzen insofern gut, dass ich nicht den Dreck habe. Ja, beim Holz, wenn ich da in so ein Holz reingehe an der Maschine, dann kommt ja auch viel so kleiner Staub mit raus. Natürlich nicht im ganz feinen Bereich, wie das beim Schleifen sofort der Fall wäre oder wesentlich mehr. Aber schon auch. Das heißt wesentlich mehr Schmutz. Und ich muss da wesentlich mehr Übung an den Tag legen. Hier kann ich ja auch so durch ein bisschen Rumschnippeln kompensieren. Ich mache hier und da mal einen Schnitt oder es dauert dann halt einfach länger, wenn ich nicht so geübt bin. Kann aber trotzdem ein gutes Ergebnis erzielen. Beim Drechseln ist es ja schon so, wenn ich mich da total daneben anstelle, dann kriege ich mitunter gar kein Ergebnis.
oder aber halt einfach nicht der richtige Schwung und dadurch hake ich ein oder was weiß ich, ruiniere das Werkstück. Es ist hier irgendwie für mich, für meine Begriffe, ein bisschen schöner, noch entspannter. Noch mehr Meditation und dann habe ich auch nicht diese Motorengeräusche oder Schleifabsauganlage und sowas. Ist ja alles Lärm, was einen manchmal noch mehr verrückt machen kann. Vielleicht ist das hier sogar wirklich gut für Leute, die auch so irgendwie psychosomatisch irgendwas haben. Oder ein Burnout und dann einfach mal sich mit was anderem beschäftigen müssen. Ist ja auch wieder ein bisschen freieren Kopf bekommen. Ich glaube, da kann das auch sehr gut helfen, wenn man das Ganze ein bisschen aufspannt und dann ein bisschen rumprobiert. Wenn man dann natürlich merkt, oh, ich krieg das nicht hin und setzt sich dann wieder voll unter Druck, dann hat man wahrscheinlich das Ziel dann total verfehlt. Da ist es dann in sich auch eine gute Therapie, sich eben auch zufrieden zu geben mit den Ergebnissen, die man halt so hinbekommt oder nicht hinbekommt. Auch manchmal so Sachen, die mir nicht gelingen wollen. Oder ich habe mal für so eine Figur so einen Krug vorne machen wollen. Da habe ich wirklich 3 Anläufe gebraucht, ehe ich den 3 Stücken Holz versaut, bis das gepasst hat. Dachte ich dann auch. Problem war, dass das genau zwischen die Hände reinpassen musste. Und dann ist mir da was weggeplatzt am oberen Rand vom Krug und musste ich halt dann noch mehrmals anfangen. Zum Glück alles gut gegangen. Ja, hier ist es wahrscheinlich noch ein bisschen zu dünn, oder zu dick, meine ich. Nee, Quatsch, zu dünn. Das muss ich nochmal abmessen, dass ich da eventuell noch was raufkleben müsste. Das würde ja vielleicht sogar hier oben ein kleiner Streifen reichen. Und hier unten schneide ich dann das dünner. Und dadurch wird die Kugel dick, ja. Naja, hoffe ich mal, dass ich es hinbekomme noch heute. Ja, das dauert alles seine Zeit und was am lästigsten ist, ist dann eigentlich das Einpassen am Kopf. Dass man da nichts versaut und dass das dann auch schön aussieht. Und wenn ich dann merke, es passt nicht, darf ich nämlich nochmal anfangen. Also hier wirklich hilft mir sehr schön. Ich kann das hier auflegen. Meinen Daumen lege ich hier auf diesen Strang auf den Hauptarm, der nahezu längs zur Faser verläuft und kann hier oben schön rausarbeiten. Der Sägeschnitt muss natürlich weg. Dann kann ich nur sehr dünn wegnehmen. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen Wald- und Wiesentechnik gerade. Also das würde ich hier auch okay finden, wenn da einer sagt, ich schleife das Ding oder ich tue es dann zum Schluss halt mit Sandpapier glatt machen oder so. Weil hier einfach die Faser so oft wechselt und man das durch den falschen Schnitt eben auch schnell wegspalten könnte oder sich dadurch gefährdet, würde ich dann auch sagen, hey, schleifen ist doch gar nicht so dumm hier. Gerade wenn jetzt jemand das zum ersten Mal macht,
So, ich bin jetzt hier am letzten Schritt, deshalb liegt hier nochmal das Original. Nämlich, ich mache hier diese kleinen Texturen. Und ich habe mir das mal genau angeguckt. Also das ist so klein, da kann ich diese Parallelität oder diese Exaktheit nicht genau hinbekommen. Aber es sieht fast so aus. Ich bin jetzt, ich will jetzt nicht mich selbst loben, aber sagen wir mal so, ich bin zufrieden damit. Und es sieht auch am Original ganz gut aus. Ich das hier mal kurz. Ich sehe jetzt hier eben wirklich viele Details und so ganz feine kleine Schnitte. Und das kommt auch hier jetzt gut rüber. So das Geheimnis, was ich so ein bisschen rausgefunden habe, wenn ich mir das jetzt hier genau angucke, ist, dass das immer parallele Linien sind und wahrscheinlich mit einem Ziereisen die Linie mehr oder weniger geschnitzt, aber so ein bisschen wellenförmig und der Schnitt immer abgebrochen. Dass zwar eine Linie entsteht, aber immer ein abgebrochener Schnitt und dadurch so ein bisschen diese Kanten im Horn halt entstehen. Das sieht jedenfalls sehr, sehr gut aus und das hat jemand gemacht, der auch ein Original da hatte und also ein richtiges Geweih offensichtlich. Und der das, wie gesagt, auch länger gemacht hat schon. Ich versuche es jetzt hier eben mal nachzuempfinden. Ich nehme halt hier meinen 1 mm und wenn ich nicht ganz tief reinschneide, kann ich ja auch ein bisschen filigraneren Schnitt machen, der nur einen halben Millimeter ist oder so. So, und dann tue ich halt immer wieder den Schnitt so ein bisschen abbrechen. Ich sehe halt kaum, dass es große Auswirkungen hat, aber ich versuche es halt einfach so gut es geht. Versuche schön parallel zu bleiben. So mehr kann ich auch nicht machen. Alternativ könnte man dann, wenn man das jetzt gemacht hat und da so ein bisschen an die Grenzen des Machbaren kommt, würde ich ja auch noch drücken oder so. Also ein paar Abdrücke reinsetzen. Das kann man auch machen. Also dass das dann diese Texturen an der Oberfläche ergibt, weil es ja auch sehr weiches Material ist und kann ich also reindrücken. Gucken, ob ich hier schnell was finde, nämlich das hier. Also da kann ich auch hier noch ein bisschen drücken und so, weil mir das hilft, dann noch ein bisschen genauer zu werden. Der Schnitt ist ja immer an den Faserverlauf gebunden und hiermit. Kann ich auch ein bisschen gegen die Faser arbeiten, wenn ich jetzt da nur kratze noch. Ich kann auch diese unterbrochene Struktur so ein bisschen hinbekommen. Also es ist schwierig, aber es geht. Das ist jetzt einfach nur so ein Vorstecher hier zum Markieren eines Bohrlochs. Weil man hat ja immer wirklich das Problem, dass man mit der Faser hier schneiden muss und das ist halt schwierig. Dass ich da in den ganz feinen Spitzen gar keinen, dass ich den Ansatz auch noch hinbekomme, also ja. Wenn man die jetzt natürlich mit einer dünnflüssigen Wasserbeize irgendwie beizt, dann muss man halt auch ein bisschen aufpassen, dass die Abdrücke, das kommt ja dann wieder ein bisschen raus, da ist dann natürlich schon gut, wenn man auch wirklich mal was weggeschnitzt hat. So, also das ist sehr sensibel hier, muss ich echt aufpassen, dass ich nicht kaputt mache.
Man muss lediglich auf die Gleichmäßigkeit achten, dann kann man es auch rein kratzen. Es sind noch ein paar Sachen, die nicht gleichmäßig sind hier. Und dann auch immer mal eine Stelle nicht geschnitzt machen. Also hier an den Seiten, da habe ich es immer mal auch noch stehen lassen, dass man noch ein bisschen sieht, dass das wie so Glanzpunkte sind. Dann oder werden halt. Und hier immer diese untere Seite und innen, das halt so ein bisschen strukturieren. So, muss ich mal weglegen. Lässt sich auch kompliziert jetzt wieder filmen. Also ich schneide halt hier an der Unterseite zum Beispiel jetzt so einen Schnitt mal rein. Und mach halt eine Linie aus einzelnen kleinen Schnittchen. Ja. Hier sieht man es auch so ein bisschen dieses ja, schimmerige, sage ich mal, aber dass es dennoch irgendwie gleichmäßig wirkt. Also für alle Perfektionisten, die dürfen hier ihren Perfektionismus gut triggern, wie man es so schön sagt. Ja, das Schwierige ist jetzt hier, also diesen Bogen nach oben zu bekommen. Deshalb habe ich eben auch auf das Drücken hingewiesen. Jetzt muss man natürlich auch krass aufpassen, dass man hier nichts abbricht, wenn ich das jetzt irgendwo hier so rauflege und mich auf diese kleinen Schnitte konzentriere. Ja, das geht echt schwierig. Also, naja, ich bin hier nicht so ganz happy mit diesen Schnittchen, aber ja, so geht's. Es geht. Ja. Dadurch, dass es so spitz ist, kann man es ja auch kaum noch vernünftig anfassen, weil man ja immer Angst haben muss, dass erstens was wegbricht und zweitens piekst das immer in den Finger, wenn ich das hier so ansetze. Auch wenn ich noch ein schmäleres Eisen nehme, komme ich natürlich trotzdem ganz schön tief rein, weil das ist ja auch sehr weich. Manche Leute spezialisieren sich aber auf so kleine Sachen. Also vielleicht habe ich einfach zu dicke Finger. So, und die Seitenfläche bleibt eben frei. Und hier kommt jetzt noch ein kleiner Schnitt. Ja, aber sobald man es ein bisschen schraffiert mit diesen Schnitten hier, sieht man, was gemeint ist und es kommt ans Original ran. Es ist natürlich logisch, dass dieser Schnitzer ein ganz anderes Vermögen hatte, weil der früher sehr viele dieser Dinger gemacht hat. Und ich mache jetzt hier eine Reparatur daraus. Ich das versuche nachzuempfinden. Es gibt auch Schnitzer, die sind nur auf Tiere spezialisiert, die ja eben nur Tiere schnitzen. Da habe ich auch wirklich Leute gesehen, also vor denen ich meinen Hut ziehe oder was ich auch nicht so kann.
eher so ein bisschen der Allrounder hier. So, die Linie nicht außer Acht lassen. Ja, desto genauer und paralleler ich diese Linien setze, mit kleinen Schnitten, desto genialer sieht es halt aus. Es gelingt nicht immer. So. Okay. Aber irgendwie auch eine begeisternde Arbeit. Also da kann man wirklich seine Handwerksskills hier absolut trainieren. Ist jetzt auch bei mir gelandet, weil da jemand meinte, der kriegt das so fein nicht so hin. Das ist echt schon eine Herausforderung. Also da kann man die Gedanken zusammennehmen. Ja, aber schöner Faserverlauf, Übung hier und sehr sensibel, dass man nichts wegbricht. Und am Ende, wenn man es dann durchgestanden hat, dann ist das auch wundervoll. Ich habe mal ein paar so Hirsche auch selber geschnitzt, die ich dann verkauft habe. Habe ich jetzt leider nicht mehr, demzufolge. Und dann habe ich mich dann abends auch immer hingesetzt. Und dann kam ein Kumpel vorbei, eine Flasche Bier aufgemacht und ihm die Geweihe gezeigt. Und dann, der war Steinmetz und da dachte, wow, das sieht ja cool aus und das ist echt geil. Und ja, also da kann man schon auch Leute beeindrucken, wenn jetzt jemand das nicht so kennt, ne? Dass man aus Holz alles machen kann, ist schon beeindruckend. Ja, also ich habe, das ist halt so eine tolle Kombination von gewackeltem Schnitt im Grunde genommen oder wackeligem und dennoch Präzision. So, dass hier immer die Faser wechselt, das ist halt auch sehr nervig. So, hier, das wird schwierig. Hier wechselt eben der Faserverlauf so krass, ne? Das dann hier vielleicht noch einmal quer schneiden, passt nicht rein. Gehen halt die Probleme los. Ich habe da einen minimalen Schnitt irgendwo gegen die Faser und dann stehen halt sofort die Fusseln nach oben.
So, das steckt ja dann im Kopf. Das muss ich jetzt nicht. Hier noch so ein ganz kleines bisschen vielleicht. Eine Linie oder so. Kaum drücken, weil das sonst abbricht. So. Also es lebt auch so ein bisschen vom Spiel, ja, also das ist nicht überall. Nur so ein bisschen ein Bauchgefühl haben irgendwie, ob man jetzt noch weitermacht. Also ich würde es jetzt nicht überall machen. Es nicht zu zwanghaft wirkt, sondern soll so ein bisschen gespielt auch aussehen, also dass ich auch in den Randbereichen vielleicht mal ein paar Schnitte sehr zart nur setze oder versuche dünner zu machen und so kann man auch ein bisschen die Kurven betonen. Desto größer das wäre, desto mehr müsste man natürlich das machen. Gibt es auch so bei Reliefen, bei so Akanthusblättern und Schwüngen. Jetzt muss ich scharf überlegen, aber ich glaube, dass dann das äußere Blatt irgendwie etwas kürzer gestaltet wird und das mittlere sich noch richtig krass rumrankt und dann die anderen entsprechend kürzer werden und je nachdem, in welche Richtung das gebogen ist, soll kürzer oder länger sein. So. Ja, wenn man gegen die Faser schneidet, dann muss man halt den Schnitt immer abbrechen. Manchmal geht das auch nicht anders, aber ja. Ist hier ein bisschen unsauber. So, wohl muss nicht übertreiben, es ist nur ein Geweih. Ich werde auch noch mal nach Hause kommen. Okay, aber das war schon jetzt ganz ordentlich. Ja. Ich habe mir auch Zeit genommen. Ja, zum Beispiel da in den Randbereichen, wo ich dann ein bisschen auslaufen lassen will, würde ich dann nur noch ein bisschen kratzen. Kann damit dann trotzdem sehr schön in die Parallelität reinkommen hier. Auch wenn die Faser sich wechselt, kann ich trotzdem parallel Linien reinkratzen. Geht toll. Hier vorne, wo ich jetzt nicht mehr richtig schnitzen kann, kratze ich halt ein bisschen und dann ist das auch ganz gut. Kann ich auch das hier noch so ein bisschen natürlich damit abbrechen. Ich sage, okay, ich mache hier so ein paar Punkte noch in die Linie rein mit der Spitze oder so. Also
Das habe ich auch bei dem anderen Großen sogar gesehen, dass da, bin ich auch darauf gekommen, dass die da noch reingedrückt haben. Sieht man auch noch so kleine Ecken. Ja, ich bin jetzt im Großen und Ganzen damit durch und zufrieden. Hier diesen Knubbel hier unten, Fachbegriff weiß ich nicht, das muss ich jetzt hier noch schnitzen und hier nochmal diese Ästchen reinmachen.
Danke, dass du mit mir hier dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne diesen Kanal, dass du keine dieser Videos verpasst, die hier regelmäßig erscheinen sollen. Und teile es auch gerne mit anderen, wenn es dir geholfen hat. Oder folge mir auch gerne auf Facebook oder auch gerne auf Instagram. Das würde mich auch sehr freuen, wenn du da vorbeischaust und mir da folgst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit deinen Geweihen und was du selbst gerade vorantreibst, dass du in diesem Jahr gut damit vorankommst und mit deinem Schnitzhobby etwas Schönes gestalten kannst, auch für andere. In diesem Sinne alles Gute für das neue Jahr. Bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.